Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meisterassassinen sind tot, einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté, Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir in Assassin's Creed Unity. Was ihr gerade gesehen habt, ist der Beginn der Erinnerung 1 der Sequenz 8. Und man muss jetzt ein paar Briefe sichern. Und dann wollen wir hoffen, dass es gleich weitergeht, beziehungsweise wollen wir weiter starten. Bereit? Anlegen! Feuer! Ja! Gute Arbeit! Zurück auf die Posten! Vive la Nation! Vive la Revolution! Vive la Revolution! So, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Diesen Palast zu infiltrieren. Also, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Das ist ein netter Bug. Der König muss hier den Palast. Achso, ja, klar, kann man nicht machen. So. Auf geht's, weiter. So. Dann klingen wir immer noch aus. Stehen bleiben, Bürger! Sehr gut. Hab ich dich! Das fliegst uns zu! Das ist gar nicht gut! Eine Spur von dem Tyrannen? Hat sich wohl abgesetzt. Feiger Bastard! Hier nur meine Zeit. Hast du überhaupt nee. Zugehört? So. Mir! So.
zurück! Weg! Was soll das denn? Wow! Der Junge ist. Aha. So. Mehr Rush als Stealthy, aber egal. Und hinein. Ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen Revolutionäre. Die Kutte wirkt etwas unheimlich, wenn ich das anmerken darf. Und ihr seid die Nachhut, nicht wahr? Äußerst praktisch, dass dadurch so viele Türen zwischen euch und dem Kampf stehen. Oh, ich bin gar nicht hier. Nicht offiziell zumindest. Doch wie oft hat man die Gelegenheit, sich die private Amtsstube des Königs anzusehen? Ist es etwas Bestimmtes, wonach ihr sucht? Staatsgeheimnisse, private Korrespondenz, persönliche Schätze, so etwas in der Art. Ich hoffe, dass wir nicht dieselbe Beute im Auge haben. Die wäre? Gewisse Briefe an den König. Sie wären missverständlich, wenn die falschen Männer sie finden. Verstehe. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich glaube, der König hat hier irgendwo eine Geheimtür eingebaut. Okay. Würden wir die nur finden. Mit anderen Worten, Adler ruhig kurz suchen. Ja, das war jetzt aber nicht wirklich schwer. Was sagt er dir? Sehr gut gemacht, mein Freund. Was hat er denn da? Unglaublich. Etwas gefunden? Ein wahres Füllhorn, ja. Okay. Und ihr? Nicht gezeigt. Ich glaube, ja. Ja. Das sind sie. Das sollte die Sache erledigen. Darf ich vorschlagen zu gehen? Beeilung. Was ist das? Unser Ausgang. Gib mir Deckung, ja? Ich erwisse mich unter Rechter. Schmerzlos, das Ganze. Gehen wir. So, Luft scheint zu. Sucht alles ab! Ich will die Dokumente! Er? Was? Verdammt! Ja, Kapitän Rui hat diese Wirkung auf Menschen. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In dem Tumult. Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich habe eine bessere Idee. Okay, dann folgen wir dir mal. Ihr habt euch gut geschlagen da hinten. Ich schätze, ihr habt nie eine militärische Laufbahn in Betracht gezogen. Nicht wirklich. Ich halte nicht viel von Befehlen. Ah, der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller Orten. Ein Individualist. Ich kenne das Gefühl. Männer wie wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar... Wir haben einen eigenen Kopf. Aha. Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in 10 Jahren ein Marischall. Garantiert. Ein großzügiges Angebot. Aber nein. Wohin das Herz führt, muss ein Mann folgen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. So. Bonaparte ist mein Name. Napoleon Bonaparte. Aha. Oberstleutnant Napoleon? Der Artillerie. Zurzeit. Arnaud Dorion. Angenehm. Und tut mir den Gefallen, falls jemand fragt. Ich war nie hier. Ich habe mir all dies nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne angesehen. Ein Gesicht in der Menge.
Natürlich. Die Katakomben sitzen die da und saufen. Ein bisschen fehl am Platz, würde ich mal sagen. Aber okay. So, sind wir jetzt weit genug geflüchtet oder... Was nun? Einen Moment. Guck dann auf die Uhr oder was? Ihr solltet in Deckung gehen. Wenn du das sagst. Alles in Ordnung hier. Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Der richtige Dritt ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments. Wir sollten jetzt gehen, Sir. Hier trennen wir uns. Was ist mit Rui? Gib mir ein paar Tage. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Okay. Ja. Wie man sehen kann, ist die Erinnerung damit abgeschlossen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat sie zumindest Spaß gemacht. Und ich würde mal einfach sagen, dann bis zum nächsten Mal.